Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr von Little Nightmares 2 6 Themen spielen könnt. Und davon ist das der zweite Part. Den ersten Part, da haben wir auch schon was gelernt. Das könnt ihr euch gerne ansehen, wenn ihr das noch nicht angeguckt habt. Da habe ich mal hier, dort glaube ich, da so sollte es sein. Da ist ein I und dann wird jetzt da was aufloggen oder eben. Genau. Und jetzt zeige ich euch schon mal, was wir in dem letzten Part gelernt haben. Das war das hier. Das war das, was wir letztes Mal gelernt haben. Und heute werden wir dazu noch ich weiß nicht, wie lange wir dafür brauchen. Wir werden es halt sehen, eigentlich auch schon. Genau. Als erstes, wenn wir dann halt so da. Wenn wir hier, das, was wir beim letzten Mal aufgehört haben, dann müsst ihr diese Taste hier, das ist eine Taste nach dem C, also hier, kommt nach dem C, das ist vor dem C, das ist nach dem C, das ist das C. Das sollte, glaube ich, C4 oder C5 sein, bin ich mir nicht so ganz sicher, also irgendein C, was halt besser anhört. Genau. Und dann müsst ihr hier über dem C und halt über diese Taste, das ist die D-Taste, das ist D. Und über D, also zwischen D und C, das ist die schwarze Taste, die müsst ihr dann drücken. Dann müsst ihr hier die Taste wieder drücken, also wieder D. Dann eins neben D, das ist E. Dann hier neben E, das ist F. Und dann müsst ihr das Ganze rückwärts abspielen. Also dann das die Taste wieder drücken, das ist wieder E. Dann D, dann zwischen C und D, dann wieder zurück auf D, dann wieder zwischen C und D, dann auf D, dann hier drauf, das ist E, dann auf F, dann auf E, dann auf D wieder. Nicht auf D, wenn ihr bei E seid, müsst ihr dann hier auf zwischen C und D drücken. Dann müsst ihr hier die Taste drücken. Das ist A. Das A, was, also wir machen jetzt, das ist glaube ich das C oder, also das, ich sag jetzt mal, das ist C5, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt. Dann ist das hier drüben, das C5, das ist C4, das seht ihr jetzt aber nicht, aber davon ist hier das dann A4. Genau, und A4 müsst ihr dann drücken. Dann müsst ihr hier C, also zwischen C und D, die Taste wieder drücken. Und dann wieder hier A. A4. Und das war's schon. Und jetzt müsst ihr das einfach nur ja, halt schnellstmöglich versuchen. Das sollte dann so aussehen, dass ihr zwei Tasten bei der 1 drückt. Also beim 4/4-Takt, da ist ja immer so 4 Takte und so. Das ist ja eine Taktart. Und dann müsst ihr dann so. Das ist jetzt, wäre zum Beispiel ein Taktschlag von dem 4/4-Takt. Da sind ja dann 4 Taktschläge. Also. Genau, und hier hinten beim A müsst ihr das erste Mal 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Da müsst ihr dann einmal einen ganzen 4/4-Takt mit Desta verbringen, das beim zweiten Mal, und beim ersten Mal müsst ihr nur 3, bis zu 3 machen. So, 1, 2, 3 und dann hier das 1, das ist dann hier die 1 und dann wieder 1, 2, 3, 4. Genau. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Diesmal mache ich es ein bisschen langsamer, als es eigentlich ist. Also, los geht's. Nee, so nicht.
Ja, und nun habt ihr Part 2 auch fertig gespielt. Part 3 kommt bald, also nächste Woche. Tschüss und bis zur nächsten Woche. Es würde mich wirklich freuen, wenn du mich abonnieren würdest. Es ist auch komplett kostenlos. Ansonsten ist hier eine Playlist mit weiteren Videos, die zu dieser Art gehören. Und hier ist auch ein Video aufgelistet, was dir möglicherweise gefällt.